erleben. Ja, ich lasse es zu. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video von ATS und ja, ich habe auf dem neuen Rechner einen neuen Account mit guter Grafik jetzt neu gestartet, habe aber schon Minus, weil ich hier mit Tastatur spiele, musste mich erst dran gewöhnen, deswegen starten wir mal ganz kurz. Ihr werdet euch überraschen, was das für eine Grafik ist. So, LKW habe ich noch nicht, deswegen fahren wir jetzt einfach mal schnelle Touren. So, hier haben wir einen für 2000, bla bla bla. So, nehmen wir mal gleich an. So, da sind wir auch schon. Ihr merkt, was, das ist eine ziemlich gute Grafik. Habe ich auch extra so eingestellt, das kann der PC ja noch verkraften. Gut. So, dann wollen wir jetzt mal loslegen. Die Lags werden auch ganz wenig sein, kann ich euch jetzt schon versprechen. Oh, schaffe ich das? Ja. Gut. So, hier werden dann noch auf dem PC, wo ich jetzt spiele, dann mehr Videos kommen von ATS auch. Wir haben gerade, ihr seht das unten rechts jetzt, Feuerwerkskörper, wow, 4 Tonnen. Wohin? Ich bin nicht so gut in Englisch, das wisst ihr aus der ersten Folge. Und ja. Mal schauen. Ich muss extrem langsam hier fahren, wenn ich um die Kurve fahre. Das ist ein bisschen blöde. Ich fahre mein Handy. Gut. Läuft. Schauen wir mal, links kommt einer, lässt der mich ja wohl durch. Was für ein Arsch. So, ich habe die Grafik auf hochgestellt, nicht auf Ultra. Ultra verträgt der PC nicht. Aber dafür hoch. Mit Aufnahme. Das ist eigentlich schon sehr gut für meinen Rechner. Jetzt nicht mit Laptop. Ich habe ja auch einen Laptop, der ist zu Hause, aber erstmal so. Ich weiß nicht, was ich gerade für ein LKW habe. Auf jeden Fall, ihr seht, gute Grafik. Und ja. Leckt auch relativ wenig. Lass mir abfahren. Ein bisschen abbremsen. Weil ich bin nicht so scharf in die Kurve. So. Da hat es ganz kurz geleckt. Wenn ihr das Spiel noch flüssiger haben wollt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich kann auf Mitte stellen, aber dann sind die Grafikeinstellungen aber auch nicht so gut. Aber sie sieht hier fast genauso aus wie hier. Sind nur ganz kleine Nebenlags, die im Spiel sind. Ups. Sind eigentlich auch nicht so wichtig. Eigentlich läuft das Spiel relativ flüssig. Wisst ja, das mit der Polizei, wenn man zu schnell fährt, dass die mit Blaulicht und Sirene dann vor einem stehen, aber die bremsen einen nicht aus. Das finde ich ein bisschen schade gemacht. Sagen zwar viele, dass sie ausgebremst werden, die LKWs, aber das stimmt in Wirklichkeit gar nicht. Hier muss ich ein bisschen abbremsen, weil die Kollegen hier zu langsam fahren. Ihr seht auch die Schatteneinstellungen, die habe ich auch ein bisschen hochgestellt. Leckt es mal ganz kurz, aber ich hoffe, das geht wieder weg. Ja, leichtes Lecken ist drin. Ich glaube, bei der nächsten Folge nehme ich doch eher normal, nicht hoch. Da wird es gar nicht mehr lecken.
aber so sieht es doch auch gut aus. So, ihr wisst ja, die Schnauze ist vorne dran. So. Bisher, wie ihr im Navi sehen könnt, ich habe 3.942 Euro minus. Da habt ihr auch kurz die Sirene gehört. Eigentlich ist das Spiel relativ gut gemacht. Da vorne fliegt ein Flugzeug. Wenn wir jetzt so über Land fahren würden, allerdings nachts, das ist richtig interessant. Pure Wüste. Manchmal fliegt was drüber. Das eigentlich macht eigentlich richtig Spaß, das Spiel. Wenn ich mit euch an einem gewissen Punkt bin, wo ich hier ein LKW habe und zwei Angestellten, dann würde ich mit euch auch sogar wagen, Multiplayer zu spielen. Da würde es auch nicht lecken, da würde ich auch die Grafikeinstellung auf Mitte machen, würde es auch nicht lecken. Nur das zum Voraus. C2 wird bald wiederkommen. Und ja, GTS 2 wird auch bald wiederkommen. Ja, ihr könnt ja reinschreiben, was ihr für Spielewünsche habt. Bei GTA 5 werde ich es versuchen, mal eine Folge aufzunehmen, so dass es nicht lecken tut. Leckt ja schon während ich spiele, weil ich einfach nicht eine gute Grafikkarte habe. Ich habe zwar den geeigneten PC dafür, aber keine gute Grafikkarte. Wow. Das ist ein bisschen schade. Sonst hätte ich GTA 5 auch aufgenommen, weil ich darin eigentlich ziemlich gut bin. Aber ich gratuliere nochmal Wacktiffen56. Der hat die 250 Abos geknackt. Wer schon von Anfang an seinen Kanal verfolgt hat, der weiß, was ich meine mit erfolgreich. Bei so einer kurzen Zeit, dank einem großen YouTuber, der, ich weiß nicht, fast 1000 Abonnenten hat, hat Wacktiffen jetzt auch ein paar gekriegt. Also abgekriegt. Also das finde ich eigentlich richtig spitze gemacht. Ich arbeite mir das selber hier, weil es nicht so viele große PC-YouTuber gibt. Er zockt ja PS3, PS4. Und ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video hier mit einer hohen Grafik und so mal euren Freunden zeigt oder sonst was und mal inspiriert davon, was ich hier eigentlich mache. Ich biete das ja für euch an, wir euch das Spiel zeigen. Ja, ob ihr könnt dann entscheiden, ob ihr das Spiel holt. Ich habe erst einen Freund von mir getroffen, der wollte eigentlich keine Simulation haben, aber da hat er sich dann doch entschieden, weil wir ihm das gezeigt haben. Ja, fand das eigentlich ziemlich cool. Jetzt stehen wir an der roten Ampel. Parkbahn gibt es auch. Alles natürlich mit A. Frenso. Die Stadt kann ich hier nicht auf dem Navi lesen. Ich bin extrem schlecht in Englisch. In Aussprechen natürlich. Also in Lesen könnte ich verstehen einiges. Verstehen tue ich einiges. Hört sich hier bei ATS so an. Ist ein bisschen. Das ist als einziges hier nicht so gut gelungen, die Hupe von ATS, aber ich meine, dafür ist alles andere ja gut gelungen. Man sieht ja schon, wie gut das gemacht ist, wer einen guten PC hat hier. Ich habe die 5er. Die 5er mit einer nicht so guten Grafikkarte, aber womit man schon GTA 5 spielen kann, aber halt mit Lags, aber man kann sich. Geht ja für falsch spielen. Ich empfehle halt einfach eine bessere Grafikkarte, wenn jemand i5 PC hat. Eine bessere Grafikkarte, falls geht ja nicht laufen sollte.
Ah, komm, gelb fahren, schaff ich noch. Genau. Oh, komm. Wollte gerade sagen, Schiri. Ich war noch gelb. Aber egal, FIFA 15 wird auch bald wieder kommen. Ja. So weit, so gut. Wird alles jetzt zur Zeit mehr kommen. Komm mal, fahrt gut. Die 48 km/h gelten nur für LKWs. Also, sie. Aber ich muss hier links rein, dann hätten wir schon die erste Tour abgeschlossen. Oh! Deswegen muss ich langsam fahren, weil das Lenkrad mit Tastenbedienung nicht so gut ist. Also, richtiges Lenkrad wäre natürlich besser. Und hier kann man einwählen. Ich mach mal das hier auf Nummer sicher gehen. So. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es ja. Das wäre mein erster Auftrag, den ich selber einpacke. Ja, perfekt. So, läuft doch. So, ausgezeichnet. Und mit Einpackbonus. So, dann. Ja, noch neulich. Noch. Konnte das auch fast wieder ausgeglichen. Falls ihr halt LKW-Musik halt oder von Truckers hier ein paar bisschen Musik nebenbei noch hören wollt, so leise, schreibt das ruhig auch in die Kommentare. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen, sage erstmal Tschüss und Bye-Bye und bis zum nächsten Mal. Euer Wildclip.